Hallo liebe Freunde, zurück in meiner kleinen Werkstatt. Heute ist es soweit. Der erste Teil von der Launch soll montiert werden. Ihr seid exklusiv mit dabei. Ich weiß selber noch nicht, was auf mich zukommt. Ich sage viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt müssen wir dahin, das Loch müssen wir noch bohren und da müssen wir auch noch eins bohren hier. Da geht es um die Befestigungsbohrung für die Rückenelemente. Mir so eine Vorrichtung gebaut, genau den Winkel 12,5 Grad, extra langen Bohrer. Machen wir noch ein bisschen auf, na ist gut. Das sind jetzt 5 mm. Ich habe extra nur 5 mm gebohrt, weil das Hilfsholz ist auch nur 5 und das brauchte ich bei dem Bohren von denen hier. Da ist ein 5er Loch drin als Kernbohrung für die Schrauben. Aber damit die Schrauben hier ordentlich durchgehen, muss ich das auf 6 aufbohren. Das machen wir jetzt aber ohne die Vorrichtung. Der Bohrer wird ja gut geführt jetzt. So, ein bisschen dran halten, ungefähr um den Winkel zu sehen. Das erste Gestell ist montiert und man sieht sehr schön hier die Befestigung an der Ecke, wie die Balken ineinander eingesetzt wurden und das sieht überall eigentlich ganz annehmbar aus. Genauso. Und was jetzt noch fehlt, ist, dass wir die Kanten noch ein bisschen abschleifen. So. Dann werden die nochmal final gestrichen. Dann ist gut. Ja, die Polster sind auch mittlerweile eingetroffen. Wir haben mal reingeschaut hier. Hier noch die Sitzpolster. Dann haben wir hier noch ein Packstück. Ich würde sagen, kann weitergehen. Raus zur Endmontage. Der Latte hier kann man das schön ausrichten, dass die alle bündig sind. Das ist der Abstandhalter hier. Halb versenkt. Halb, ja. Wir setzen erstmal alle Schrauben rein. Und dann werden die komplett versenkt hinterher. Das macht man so. Und, wie ist es? Mhm. Klappt gut? Klappt eigentlich gut, ja. Ja. So langsam. Kommen wir in die finale Runde, würde ich sagen. Du hast mir gesagt, ich soll nicht so schnell drehen. Ich drehe das jetzt mal um. Ich muss jetzt nämlich unten noch die Füße einsetzen. Aber die Fliesen draußen kann man das aber nicht schieben, ne? Noch immer schön brav anheben. Ja, das sollen wir auch, ne? Ja. Hey. Na? Ja. Hast du mich besuchen? Jo. Ja, ich bin immer noch am Streichen. Das sind jetzt die Streben. Ich kann das mal gerade zeigen. Für die Lehnen hinten, ne? Wo die Lehnen
Elemente festgemacht. Deswegen sind sie auch ein bisschen abgeschreckt. Die habe ich jetzt schon einmal gestrichen. Ja. Dann habe ich die gestrichen. Achso, da stellst du sie hin. Ne? Dann stelle ich sie trocken. Gestrichen, dann habe ich sie nochmal abgeschliffen. Und jetzt streiche ich die gerade das zweite Mal. Und hoffe, dass ich die morgen dann verarbeiten kann. Das sind die Hölzer für die Lehne. Da gibt es drei verschiedene Längen. Einmal für das lange Sitzelement. Die langen. Dann für das kurze, die drei kürze. Und dann habe ich noch drei ganz kurze, weil an dem langen Element auch hier stirnseitig noch eine kurze Lehne hinkommt. Mhm. Dafür brauche ich die ganz kurze. Ja, das heißt, ich habe die jetzt alle für beide Elemente jetzt schon vorbereitet. Und da bin ich im Grunde mit den Holzarbeiten soweit fertig. Aber da kommst du noch lang mit hin, ne? Ja. Ich hatte ja ursprünglich nur diesen kleinen Eimer geholt, diesen halb Liter oder dreiviertel Liter. Mhm. Der war schnell alle. Den hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, weil damit hätte ich das hier auch viel locker abdecken können. Ne? Mhm. Und hinterher ist man immer schlauer. Dann habe ich nachher nochmal was zum Nachstreichen und Nachbessern. Das ist auch nicht so das Drama, finde ich. So, ich gehe wieder rein, ne? Weil ich hier jetzt keine Ausblattung vorgenommen habe und der Steg praktisch nur von den Schrauben außen gehalten wird, habe ich mich jetzt noch dazu entschieden, hier Winkel zu montieren. Einfach nur zur Sicherheit, damit da nichts passiert, wenn man sich da mal ordentlich draufsetzt. Kommen wir jetzt zur Montage der Lehnenelemente. Das waren die Stützen hier, die habe ich angeschrägt im Winkel von 12,5 Grad. Und die sollen jetzt hier montiert werden. Dazu hatte ich hier schon ein Loch drin gebohrt, ungefähr 150 tief. Und hier ist auch eins drin, schräg. Das würde ich jetzt erst einmal kurz gucken. Die Schrauben sollen nämlich da rein. 200er Schrauben. Schauen wir mal, ob wir die so ordentlich da durchkriegen. Das klappt. So, dann würde ich nämlich Folgendes vorschlagen. Dann setzen wir jetzt erst das Holz an. Gucken, ob wir das festgedreht kriegen hier. Schauen, ob das überhaupt geht so. Super. So in der Richtung habe ich mir das vorgestellt. Kommt jetzt noch ein bisschen Leim dazwischen, also mache ich es noch mal ein bisschen auf. Ich hätte auch direkt Holzleim dran machen können, aber da ich das so in der Form auch nicht wusste, ob das überhaupt klappt, ist halt erstmal so ein Trockenlauf erstmal ein bisschen angenehmer. Und ansonsten hat man da alles direkt voller Leim voll geklatscht. Kurz den Winkel dran halten und dann auch so ist, wie wir uns das vorstellen. Noch nicht ganz. Da das Drehmoment für die Schraube doch ein bisschen größer ist, habe ich jetzt den Torx-Aufsatz auf eine kleine Ratsche gesetzt. Ziehen dann noch mal ein bisschen nach. So, ich denke, das müsste reichen. Sitzfläche, die Lehne, die sollte auch gar nicht bis hier ganz außen gehen, weil die Fläche ist eigentlich über hier. Einmal, zweimal, dreimal. Hier kommen dann noch die Lehnenhölzer dran, die trocknen gerade. Die machen wir später fest. Sind wir eigentlich fertig damit, ne? Das kurze Element steht jetzt hier schon. Hier kommt das lange noch hin, das bauen wir jetzt zusammen. Ja, ein bisschen Glück. Wir sind Glück, können wir heute Abend schon hier drauf sitzen. So, die erste Lehne angeschraubt. Sieht ja schon ganz passabel aus. Prima. So, es wird Zeit, das zweite größere Gestell zu verschrauben. Alle Bohrungen sind soweit ausgeführt jetzt schon.
Ich habe das jetzt mal probeweise so zusammengestellt, so wie es nachher auch zum Tragen kommt. Da die Füße aber jetzt hier nach unten zeigen, muss ich das Ganze noch umdrehen, damit ich die Füße nach oben montieren kann. Aber so in der Form soll das dann montiert werden. Also ich bin total froh, dass ich hier eine 80er Werkbanktiefe habe an der Stelle. Warum ich die auf Hölzern montiere, ist sicher klar für jeden. Ich die direkt auf die Tischplatte lege, könnte es sein, dass gewisse Unebenheiten von der Platte nachher auf die Balken hier übertragen werden. Das kann ich vermeiden, indem ich praktisch punktuelle Auflagestellen schaffe. Also man kann es schon sehen, dass das jetzt soweit in Gänze passt. Ich werde das jetzt alles verschrauben, verleimen und verzwingen. Zweites Gestell. Sieht ja eigentlich auch ganz gut aus so. Das tragen wir jetzt mal rüber. Wir machen dann da die Lehnenelemente dran. Und schwer. Also das sind die Seitenteile. Ich habe mir so Abstandshalter gebaut, Wasserware drauf. Reicht. So, Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. So, da brauchen wir jetzt das Brett. Ein bisschen anzuschlagen. So. Ah, ich habe den anderen nämlich auch ein bisschen nachgeholfen hier. Genau, ich hatte nämlich hier oben bündig gesetzt. Das sieht insgesamt schöner aus. Erster Blick auf die fertige Lounge, mein lieber Mann. Ich würde mal sagen, okay, soweit ganz gut. Hier fällt ein bisschen auf, dass wenn das zweigeteilt ist, dass wir hier aufgrund des eingebrachten Gefälles natürlich ein bisschen Differenzen haben. Aber wenn die Polster meine Herr davor sind, stört das eigentlich nicht mehr. Ja, super. Würde ich mal sagen, Polster holen. Los geht's. Oh. Ja, prima. Ich würde sagen, hat sich gelohnt, tolles Projekt. Bin froh, dass das so alles gut geklappt hat. Neues Projekt kann kommen. Ich freue mich auf einen schönen, warmen Sommer. Ach so, wer mich noch nicht abonniert hat, wisst Bescheid. Ich freue mich drüber.